Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend, ein zweites Mal. Ja, falls ihr noch nicht auf dem Platz seid und in den Startlöchern steht mit eurem Besen und mit dem Hexenhut und begrüßt hier ganz doll die Walpurgisnacht, freue ich mich, dass ihr jetzt hier seid und an diesem zweiten Video teilnehmen möchtet, reinschaut, Zeit habt. Ganz lieben Dank. Freut mich sehr und ich freue mich auch sehr über euer Vertrauen, euer Interesse an meinen Videos und ja, dass ihr da seid. Dankeschön, das ist super. Ja, wo will ich jetzt aber hin? Und ich möchte in Richtung Herzblatt. Gedanken, Gefühle, nächsten Schritte. Das ist gerade das Thema und wir schauen mal, was ich jetzt hier für eine Person auftun möchte. Und ob ihr damit in Resonanz gehen könnt. Werden wir mal sehen, was ihm da so in Gedanken herumgeistert und seine Gefühlsebene, seine Ängste, Hoffnungen, nächsten Schritte, ja, schauen wir. Ich habe in der Hand die Lennys von Jerome Marchetti, die auch gleich hoffentlich springen werden. Vorher wie immer mit der Bitte an Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading. Und mögen hier jetzt die Karten fallen, die uns dein euer Herzblatt ein bisschen näher bringen. Dann gucken wir mal, was da jetzt fällt. Da möchte jemand in die Wunscherfüllung. Ist eindeutig hier im Veränderungsprozess ein bisschen aufgeregt, weil es hier scheinbar irgendwie zu einer Begegnung kommen sollte. Unten drunter liegt auch er selbst. Jo, dann sind wir ja schon mitten im Thema. Also, da ist ein bisschen jemand sehr nervös und möchte mit dir weiter, sonst würde er ja nicht noch mal um eine Begegnung und ein Gespräch bitten, wenn du nicht schon die Einladung bekommen hast. Und wir werden jetzt mal gucken, was er dir da so erzählen will. Ich gehe jetzt mit den Secret Keycards von Nadine Breitenstein da hinein. Mal sehen, was da kommt. Ja, da ist jemand recht langsam bis jetzt immer zu gewesen. Vielleicht gab es auch einen Stillstand. Und du hast vielleicht Kontakt aufnehmen wollen, aber der hat dich da ignoriert. So, es fühlte sich jedenfalls an wie eine Beendigung oder ein Kontaktabbruch generell und überhaupt. Er ist aber ein bisschen überfordert. So wie es aussieht nach den anderen Karten, nicht wegen eurer und in eurer Beziehung oder wegen dir, sondern da gibt es scheinbar andere Personen, die da an ihm ziehen und gerne hätten, ihn kontrollieren und ja, ihn nicht so ganz wirklich sein Leben leben lassen. Er spürt aber, dass er eine Veränderung muss, sonst verliert er dich. Es gibt da den Liebeskummer und er hat drüber nachgedacht, sonst wird es ja hier nicht in der ersten Reihe mit dem Baum liegen. Dieser Rückzug, der war jetzt ziemlich offensichtlich nötig, um das hier jetzt wirklich mal genauer unter die Lupe zu nehmen, sich klar zu machen, ob man das hier wirklich alles noch mitmachen will, dieses Leben, so wie es bis jetzt abgelaufen ist, oder ob man hier nicht mal in eine andere Richtung umschlagen möchte. Ja, das ist natürlich nötig, klar, sonst ändert sich ja auch nichts. Wenn wir da weiter an unserem Karussell sitzen, dann fahren wir natürlich auch weiter. Das sind Aufgaben. Du hast ja auch deine Aufgabe, die er dir da sicherlich zeigt über sein Verhalten. Du wirst wissen, ob bei dir da Verlustängste rauskommen. Nicht gesehen, nicht geliebt, nicht beachtet.
Oh nein, du bist nach der Karte generell was ganz anderes. Das ist sehr schön. Ja, du bist die unabhängige Frau und du kannst ihn sein lassen. Du lässt ihn stehen, du beachtest ihn dann nicht. Du lebst dann dein Leben, wirkst natürlich dann kühl und distanziert. Hast aber deine Klarheit, äußerst ziemlich offensichtlich dann auch ganz genau, was du willst. Und das ist schön. Dann, das wirst du hier wahrscheinlich auch getan haben. Ja, dann der hat hier, hätte ich noch eine Karte umgedreht. Diese Unentschlossenheit aufgrund dieser Situation, ihn treiben da Sorgen. Er ist sehr vorsichtig, vielleicht auch aufgrund von Erfahrungen. Bringt hier auch eine Portion leider Misstrauen mit. Und das hat dann auch immer etwas nicht so ganz Angenehmes dabei. Da möchte aber jemand jetzt hier anders. Da ist der liebevolle Mann, der jetzt da ein bisschen anders auf dich zukommt. Denn nach der Transformation hier müsste er was erkannt haben. Denn da geht es jetzt in die tiefen Gefühle. Der will hier in die Harmonie, in die Romantik und möchte dir auch zeigen. Denn was du ihm da wert bist, hier haben wir nochmal die Bestätigung der Transformation. Das heißt also, sich da jetzt mit Mut, Kraft, Stärke aus diesen Ketten zu befreien, in die Selbstbestimmung zu gehen und hier schließlich und endlich sein Leben jetzt nach seiner Fasson zu leben und nicht mehr von anderen bestimmt zu werden. Da galt es, sich hier ziemlich offensichtlich auch aus diesen Energien zu befreien, zu reinigen, damit wir hier wirklich rauskommen. Und dass es hier auch in eine andere Richtung geht. Wir haben schließlich und endlich hier auch das Echo, was ihm natürlich auch gezeigt hat, was ich aussehe, kriege ich wieder. Und ja, da ist ihm schon einiges ziemlich offensichtlich klar geworden. Und dann ist da auch die Bombe geplatzt. Ja, ziemlich offensichtlich musste sie platzen, damit er hier was erkennt bzw. weitergehen kann. Und hier jetzt mit dir das Ganze auf ein anderes Podest stellen will. Denn das sagen die drei Karten aus, die da noch gefallen sind. Da will jemand in den Neuanfang und hier jetzt ein neues Leben beginnen. Auf freundschaftlicher Ebene in einer festen Partnerschaft mit der Liebe und gleich gesellt sich gern. Ja. Da will also jemand als Weggefährte mit dir weiter. Und der hat hier auch vor, nach vorn zu gehen in allen Bereichen. Das ist jetzt nicht nur der Erfolg, den er hier sicherlich so durch seine Explosion erreicht hat, sondern letztendlich gesehen höchstwahrscheinlich auch, dass er sein anderes Leben jetzt auch, also arbeitstechnisch, anders aufstellen will. Und das wird hier auch in den Erfolg gehen. Die Schaukel liegt unten drunter. Wir sind also hier so weit und er möchte hier den Kreislauf durchbrechen, den Absprung schaffen, dieses On-Off endlich hinter sich lassen und bringen, um hier schließlich und endlich wirklich einen anderen Neuanfang für sich selbst zu finden. Und sicherlich in dem Fall auch mit dir, denn wir haben ja hier dich auch liegen. Und du bist halt jemand, der hier schon klare Grenzen gesetzt hat, gesagt hat, so geht's nicht mehr. Das war deine Aufgabe, denn jeder hat ja durch den anderen für sich selbst hier was zu lernen. Und dann kann der andere ja auch nur erkennen, was er an dir hatte. Solange man immer da ist und macht und tut, muss man darüber nicht nachdenken. Ja, er hat hier so seine Ängste immerzu gehabt. Da waren immerzu Krisen da und es war keine und ist keine einfache Zeit. Er musste hier Entscheidungen treffen. Hat hier natürlich auch seine Ängste drin gehabt, wenn er da rausgeht, was dann alles passieren könnte, dass alles zusammenbricht, was er sich da bis dato irgendwo aufgebaut hat. Aber gut, das sind nun mal Ängste.
Aber er hat ja Unterstützung gehabt. Ja? Und die Heilerin der Herzen, die hat dafür gesorgt, dass er hier, wie auch schon zu sehen, in die Herzheilung, Herzöffnung kommt, überhaupt erstmal dieses Gefühl in sich und seinem Herzen findet, dann sicherlich auch erkennt, wie man da vielleicht bis dato mit ihm umgegangen ist und er sich das nicht mehr gefallen lassen will, um jetzt hier aber auch diese Liebe, die er da in sich findet, wo wir jetzt momentan alle hin sollen, auch zu leben, auch zu verschenken. Du hast es ihm ja wohl auch vorgelebt und in dem Fall will er jetzt auch auf sein Herz hören. Ja, und ja, Selbstliebe dürfen wir hier noch so ein bisschen lernen. Es ist auch ein etwas längerer Weg. Aber hier kommt auch die Entscheidung, die er getroffen hat und letztendlich gesehen, ja, wählt man manchmal vielleicht den steinigen Weg und nicht gerade den einfachsten, aber ja, auch nach Regen folgt nun mal die Sonne. Erstens steh auf, Männchen. Und in dem Fall geht er hier ziemlich offensichtlich neue Wege. Die Nachricht wird kommen. Und wir haben die Flamingos der Liebe. Du kriegst eine Liebesbotschaft. Du hast hier jetzt jemand anderen an deiner Seite, der hier mehr wirklich in seine eigene Authentizität geht. Und auch bereit ist, deine Bedürfnisse zu stillen und nicht nur, dass er immer dann gesehen wird. Nein, es soll hier jetzt im Einklang, in der Balance und in der Hoffnung, dass es auch so wird, weitergehen. Ja, also der will hier ziemlich offensichtlich mit dir wachsen. Wir haben unten drunter die Krake der Unterwelt. Hat vielleicht dieses oder jenes Hindernis noch zu nehmen, das letzte Gefecht, aber er ist hier mehr oder weniger schon auf der Zielgeraden und er verfolgt sein Ziel auch sehr zielstrebig. Ja, das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Sieht auf jeden Fall nach Wachstum, Heilung, Veränderung aus, wo wir ja hier momentan auch alle drin sind. So, ich habe jetzt hier die Schattenseiten von Dickies Kartenblick. Wollen wir mal kurz drauf gehen? Ja, da ist der Angsthase. Er rennt immer davon oder ist es bis dato, weil er diese tiefen Gefühle bis dato Angst gemacht haben. Und man hat ihn früher verletzt und man hat ihn vielleicht auch nicht gesehen und nicht bestätigt. Darum hat er immer funktioniert. Er dankt dir für deine Geduld. Er weiß, was er an dir hatte mit dieser Geduld in deiner Person oder deine Person überhaupt. Und das ist das, was ihn hier hat wachsen lassen. Ja, man hat ihm vielleicht auch vorgelebt, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, dann kann ich mir alles erlauben. Dann bin ich angesehen, dann bin ich der Mann und werde gesehen und bestätigt und habe meinen vollen Terminkalender, aber nicht wirklich die Zeit für mich und sicherlich auch dann auch nicht die Zeit für dich. Ja, das sind meistens auch Themen, die darin vorkommen. Ja, aufgrund dessen, weil er erzogen worden ist, man ihm einiges vorgelebt hat, vielleicht auch gewisse genaue Vorstellungen von seinem Partner. Und er braucht relativ viel Anerkennung auch im Außen. Darum dieses Arbeitstier, darum vielleicht Lifestyle. Also ich trage wieder Masken, ich passe mich der jeweiligen Situation an. Und das Leben muss nach Plan laufen. Das muss halt unter Kontrolle sein. Nur wenn ich in Kontrolle bin, dann lebe ich ja nicht. Und dann erlebe ich das Leben auch nicht. Ich funktioniere ja, das passt ja wieder dazu. Und darum ist es wichtig, da auch mal hinzugucken.
Es gab da vielleicht auch die ganze Zeit die Zeit, wo du nicht mehr mitspielen wolltest, wo er dir da immer zu erzählt hat. Emotional reicht es nicht für eine Beziehung. Die Stunden mit dir sind toll, du bist toll, aber mehr gibt es da nicht. Gut, wir hatten schon mal die Unentschlossenheit und ja, du hast gewisse Vorstellungen gehabt, wie du Beziehungen leben möchtest. Das hast du ihm höchstwahrscheinlich auch mitgeteilt. Das hat ihm hier trotzdem Angst gemacht. Und da wollte er sich nicht ganz drauf einlassen, weil dann muss er ja auch sein Leben ein bisschen umstrukturieren. Ja, nun bist du aber gegangen und lebst dein Leben. Und das ist auch gut so, denn der Herr möchte dich nicht verlieren. Der hat Angst, dich zu verlieren. Ja, das sind hier ziemlich offensichtlich so seine Themen, die er da hat. Und dass es hier letztendlich gesehen ab und an vielleicht auch mal die Familie ist, die bei ihm das Sagen hatte, die ihn da gängelt. Das hat er eingesehen, das will er nicht mehr. Darum jetzt andere Entscheidungen, darum die Bombe, die geplatzt ist, um jetzt hier wirklich ein neues Leben in Gang zu bringen, was er hier unten liebt und dann auch noch mit dir. Gut, wir gehen jetzt mit den Tarotkarten von Matthews da nochmal rein. Also der liebt dich, der steht jetzt zu seinen Gefühlen, der hat seine Liebe in sich selbst entdeckt, in seinem Herzen, hat die Entscheidung getroffen, lässt die Bombe platzen, du wirst von ihm hören, er möchte dich sehen, er möchte mit dir Gespräche führen, weil er jetzt auch in seine Wunscherfüllung will, er will sein Leben anders aufbauen und da eine neue Struktur für sich und euch finden. Er hat keinen Bock mehr auf Überforderung und an seine Grenzen gebracht werden und funktionieren. Nein, er will jetzt wirklich in das Glück und in eine feste Partnerschaft, die Liebe leben, in einem neuen Kapitel seines Lebens authentisch sein, nicht mehr Masken tragen und auch jetzt hier wirklich in der Hoffnung, in der Balance, im Glück mit dir zu sein. Ja, da haben wir immer dieses Wegstehlen, dieses ja doch auch mal Lügen. In dem Fall ist es ja hier jetzt nicht unbedingt dritte Person drin, wenn es dann die Familie sein sollte. Jeder mag das bitte jetzt für sich entscheiden, was da bei ihm vielleicht vorgekommen ist. Auf jeden Fall, das sollte hoffentlich jetzt der Vergangenheit angehören. Ja, wir wollen hier zum Ritter der Kelche werden. Gut, er darf auch noch ein bisschen an sich arbeiten. Aber Ritter der Kelche ist schon sehr gut. Wir sind schon ein Stück weiter als der Page der Kelche. Und der will ja auf jeden Fall mit dir und dir den Kelch auch reichen. Er hat den ja in der Hand, um jetzt hier in sein Glück zu kommen. Darum wird er hier auch aufbrechen zu neuen Ufern. Hier liegt die Bewegung, die hier nötig ist, oder hier kommt die Bewegung, die nötig ist. Ja, wir haben hier auch die vier der Münzen, die hier ja jetzt auch erkannt, oder wo er jetzt auch erkannt hat, was er für einen Schatz in dir gefunden hat, was wichtig ist für ihn. Und das ist jetzt sein Herzgefühl. Du hast sein Herz in Wallung gebracht, wenn man das so nennen will. Und dieses Gefühl, das möchte er jetzt auch leben und nicht nur hier ständig in der Beeinflussung von außen stehen. Ja, da kann sich auch einer zum König der Münzen entwickeln. In dem Moment, gut, haben wir ja einen sowieso mit der Arbeitskarte und mit der Geldkarte hier drin, dass ihm das auch wichtig ist. Aber diese Position sagt natürlich auch, da ist jetzt Verantwortungsbewusstsein dabei und Entschlossenheit. Und ich gehe hier meinen Weg, ich will das Leben leben, jetzt auch das Geld nicht nur anlegen und für andere ausgeben, sondern auch mal für mich.
um das Leben jetzt mit dir auf hier eine neue Stufe zu stellen. Ja, den Liebeskummer, den brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt hier mal vorbei. Das hat ihm gereicht. Er möchte dich hier nicht verlieren. Wir haben es bereits im Kartenbild gehabt. Das hat er ja schon geäußert. Ja, auch dieses brauchen wir nicht mehr. Wir kriegen unsere Bedürfnisse hier nicht erfüllt. Wir müssen immer zurückstecken und gucken nicht hin, weil wir bis dato den Blickwinkel noch nicht verändert haben. Aber wir sind jetzt hier bereit mit den Achtermünzen, mit dir gemeinsam. Von mir aus können wir die auch noch dazulegen, an dieser Partnerschaft zu feilen, im Gemeinsamen, auf dem Weg, auf diesem gemeinsamen Weg, den wir jetzt hier beschreiten wollen. Ja, hier ist auch noch das Ast der Münzen. Ja, also wir sind hier mittendrin in einer festen Beziehung. Der Herr setzt sich in Bewegung, das kam jetzt ein paar Mal. Und der wird hier das Ganze auf ein anderes Podest stellen, um mit dir hier auch weitergehen zu können in das Glück. Unten drunter haben wir die Königin der Kelche. Gut, zu der muss ich jetzt nichts mehr sagen. Die kennt ihr mittlerweile, die ist sehr gefühlvoll, die gibt Liebe, die kann hier durchaus auch sehr unabhängig werden, weil sie weiß, was sie will. Auf der anderen Seite ist sie aber auch die, die wirklich diese Harmonie, diese Liebe, dieses Gemeinsame auch leben möchte. Ja, sie ist hier mit sich im Reinen. Darum setzt sie Grenzen, wenn es dann nicht mehr passt. Kann aber auf der anderen Seite auch diese liebevolle, zärtliche Frau sein, die den anderen so sein lassen kann, wie er ist. Ja, wird da ein bisschen Weg hinter sich gebracht, würde ich jetzt mal sagen. Und vieles erkannt. Schön, wenn er die Bombe hat platzen lassen. War nötig. Ihr wisst eventuell schon, wo er steht, falls ihr schon die Begegnung, das Gespräch hattet. Ich habe es ja gelesen, dass einige von euch da kurz davor gestanden haben. Ich drücke für die anderen noch ganz doll die Daumen, dass das hier demnächst passiert. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Fallt nicht vom Besen und habt einen tollen Flug. Und vor allen Dingen in den 1. Mai einen schönen Feiertag. Alles Liebe, alles Gute und bestimmt bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao.